Neues Jahr, neue Sims-Ankündigung. Die Entwickler waren auf Twitter fleißig und haben erste Bilder eines neuen Sims-Inhalts geteilt. Mehr dazu in diesem Video. Die Entwickler haben gestern Abend auf Twitter eine kleine GIF-Schnitzeljagd zu einem mysteriösen neuen Inhalt gestartet, bei dem zusammengesetzt dieses kurze Video herausgekommen ist. Dieses zeigt eine Frau mit neuer Frisur und neuem Outfit, welches von mysteriösen, glücklich aussehenden grünen Wesen besucht wird. Was genau in diesem Pack enthalten sein wird und auch, ob es sich hier um ein Gameplay-Accessoire oder Erweiterungspack handelt, ist völlig unklar. Fest steht nur, dass der neue Inhalt am Dienstag, den 12. Januar, vorgestellt wird. Jetzt dazu meine Vermutung. Die Entwickler wollen ein neues Accessoire-Pack veröffentlichen, welches sich um das Spukthema aus der Community-Abstimmung dreht. Eine freiberufliche Karriere als Geisterjäger, Sensenmann oder Wahrsager, Geisterhausmerkmal und Gameplay mit einem Seance-Tisch und Ouija-Brett standen hier in einer Community-Umfrage aus dem Jahr 2019 als mögliche Themen bereit. Auch da dieses Thema bei der Abstimmung als zweitbeliebtestes Thema feststand, nach Kunst und Handwerk, könnte ich mir gut vorstellen, dass es sich hierbei um dieses Thema handeln wird. Bereits in der Vergangenheit haben die Entwickler alte Themenideen aus Umfragen nochmal recycelt, deswegen wäre dieses Gameplay durchaus naheliegend. Was es aber wirklich ist, sehen wir wohl erst am 12. Januar. Was interpretiert ihr in das kurze Video? Schreibt mir eure Ideen in die Kommentare. Wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Also dann, bis zum nächsten Video.